Tage Tauberromantik. Wir haben mal richtig die Seele baumeln lassen, sind viel gewandert und haben mit dem Fahrrad die Gegend rund um Rothenburg ob der Tauber erkundet. Romantisches Taubertal, ja, wirklich ein Wahlversprechen, das nichts weiß. Romantik hier an jeder Ecke. Jetzt ist mal Schluss mit Romantik. Jetzt geht's ins Kriminalmuseum mit Henker und Pranger und weiß der Geier was. Das mittelalterliche Kriminalmuseum kann man wirklich machen, oder? Ja. No? Ja. Hier geht's um Rechtssymbolik, Rituale und aufsehenerregende Kriminalfälle, wie zum Beispiel die Geschichte rund um Störtebeker. Es geht um Luther, um Räuberbanden und um Sprichworte, wie zum Beispiel aufs Dach steigen. Kommt daher, das war die Strafe für Männer, die sich von ihren Frauen schlagen ließen. Da stieg man nämlich aufs Dach und hat denen die Dachziegel runtergeholt. Lecker Eis, Amarena und Malaga und Zitrone, Amaretto und googeln für Hintergrundinformationen, richtig? Hier seht ihr das Riebenstadter Haus. Da handelt es sich nicht um einen muslimischen Beschneidungsbrauch, nein. Der Tillmann Riemenschneider war Ende des 15. Jahrhunderts ein sehr bekannter Altarbauer und Künstler und hat auch den Altar der St. Jakob-Kirche gebaut. Und vor der St. Jakob-Kirche steht ein Pilger in Bronze, der hält eine Jakobsmuschel. Um jetzt nochmal kurz die Jakobsmuschel zu erklären, die ist tatsächlich ein Zeichen für den Jakobsweg, denn der Apostel Jakobus, der sehr viel gereist ist, ist immer mit einer Muschel dargestellt worden. Und die Pilger, die zu seiner Grabstätte in Santiago de Compostela gefahren sind oder gegangen sind früher. Santiago heißt aber Santiago. Jo. Die haben sich dort als Zeichen dafür, dass sie da waren, eine Muschel gekauft. Die hieß dann früher Jakobsmuschel und deshalb heißt die Jakobsmuschel so wie der Weg. Wie der Jakobsweg. Ja. Einfach zwischendurch mal anhalten und gucken, was da so ist. Wie zum Beispiel der Weg da. Ja, wir sind jetzt im Ort Burg Bernheim gelandet, an der St. Johanneskirche. Richtig schön. Kannst du hochgucken, kannst du runtergucken. Viel Gegend.
Ja, Ausflug nach Nürnberg, ich wollte schon sagen zum Strand. Ja, aber ist tatsächlich so. Parkhaus Karstadt, hoch und Beach. Mit Wasser, denn? Das ist mal interessant. Die Straße der Menschenrechte hier an den Stellen bzw. Betongeln, also Betonpfeilern, kann man sich so ein paar Menschenrechte nochmal durchlesen. Und ich bin hier gerade bei beim Paragraphen 29, Verpflichtungen des Individuums gegenüber der Gemeinschaft. Das ist so ein Ding, sollte man nochmal drüber nachdenken. Das hier ist der Handwerkerhof. Das war früher der Waffenhof und heute ist der Handwerkerhof so ein Gedönshof. Krempel kaufen kannst. Hier hat sich aber mal richtig einer ausgetobt und auch gleichzeitig die Stilvorlage gegeben für Mars Attack, glaube ich. Wer genau hinguckt, wird sie erkennen. Henkersteg. Will man gar nicht wissen, was da früher mal so passiert ist, aber schön ist er trotzdem. Ja, gibt es natürlich auch sowas, ne? Nürnberg, Ende damit. Heute ein bisschen Würzburg. Die Nachtwächtertour haben wir noch gemacht. Sehr geil.